Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon Sonne und Mond Wi-Fi Battle. Heute muss ich euch leider mit einem Kampf ohne Overlay vertrösten. Das Problem ist, dass ich momentan mit einer hartnäckigen Infektion zu kämpfen habe und deswegen meistens das Bett hüten muss. Am Tag habe ich ungefähr eine Stunde, wo das Fieber ansatzweise runtergeht, sodass ich auch ein bisschen was geregelt bekommen kann. Und diese Zeit wollte ich nutzen, um schnell diesen Kampf für euch zu kommentieren. Und fürs Overlay hat es dann leider nicht gereicht. Ich will so wenig Zeit wie möglich am Rechner verbringen und so viel im Bett, sodass ich für die nächste Woche auf jeden Fall wieder fit bin, um dann auch gegen euch spielen zu können. Der Kampf heute ist schon eine ganze Weile her. Ich wollte ihn nicht hochladen, weil der schon sehr kurz geraten ist. Was nicht bedeutet, dass es hier nicht spannend zugeht, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man unter 20 Runden spielt, dass man nicht wirklich einen guten dramaturgischen Bogen aufspannen kann, was das Commentary angeht, beziehungsweise allgemein die Dynamik des Kampfes. Aber heute passt es ja, damit mir nicht die Puste beim Kommentieren ausgeht. Aber schauen wir uns mal an, was wir denn heute so alles mitgebracht haben. Wir spielen heute ein Semi-Regenteam. Viele kleine Synergien mit dem Regen, aber nicht so groß, dass ich ohne den Regen gar nichts mehr ausrichten kann. Die offensichtlichste Synergie an dieser Stelle ist natürlich Pelipper plus Megasympex. Kriegt ja im Regen seine Initiative verdoppelt und Pelipper ist einfach ein sehr, sehr guter Rainsetter. Hat einen ziemlich angenehmen Bulk, einen schönen Movepool, kann sich hochheilen, kann Tarnsteine entfernen und kann vor allen Dingen mit der Kehrtwende immer wieder ein bisschen Momentum generieren. Und die Aufrechterhaltung von Momentum ist mit diesem Team sowieso ein sehr erfreuliches Thema für uns jedenfalls, denn auf Quajutsu und auf den Kaporiki spielen wir die Kehrtwende. Das heißt, da können wir immer so ein bisschen hin und her wechseln, gucken, dass wir probieren, das Beste aus den momentanen Wetterverhältnissen rauszuholen. Kaporiki hier mit einem recht unkonventionellen Set, würde ich beinahe behaupten, ein Mix-Set mit dem Donner und den Sturzflug als Hauptschadensquelle. Ich glaube, da kann man den einen oder anderen Gegner ziemlich gut überraschen. Ganz besonders, wenn er erwartet, dass er Pflanzen-Pokémon gut in dieses Matchup reinschicken kann, dann wird er auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Der Rest des Teams ist relativer Standard. Wahlglas Quajutsu hier mit der Freundschaftsbundform. Ich vergesse immer, wie die Fähigkeit heißt. Auf jeden Fall das Ash Quajutsu mit dem Wahlglas. Dann noch ein Alola-Knogger mit dem Kampfknochen und mit der Möglichkeit, Tarnsteine auszulegen. Und zu guter Letzt noch ein defensives Tangulos, was das Ganze sehr schön abrundet und ja auch passiv von dem Regen profitiert, so dass Feuerattacken weniger Schaden dagegen machen. Am Ende muss sich aber jeder Pokémon-Trainer dieselbe Frage stellen. Und zwar wird sich sein Gegner diesmal lumpen lassen. Dieser hat heute mit ein Caputoro, ein Heatran, ein Seigat, ein Alola Vulnona, fand ich wirklich sehr interessant in diesem Matchup. Außerdem noch mit dabei ein Zapdos und ein Katagami. Das erste Problem, das ich hier in der Team-Preview sofort ins Auge gefasst habe, ist, dass der Gegner mit seinem Vulnona die Möglichkeit hat, den Hagel rauszuholen und somit meinen Regen zu negieren. Und das Problematische an dieser ganzen Situation ist, dass Vulnona bzw. Alola Vulnona auch ein sehr gutes Matchup gegen die Pokémon hat, die normalerweise vom Regen profitieren, dadurch, dass es eben den Gefriertrockner lernt und zum Beispiel Megasumpex und Pelipper vierfach effektiv damit treffen kann. Ansonsten muss ich sagen, dass die restlichen Matchups relativ ausgeglichen sind. Für jeden großen Threat gibt es auch eine passende Antwort und das gilt für beide Spieler. Katagami kann ich ziemlich gut mit meinem Alola Knogger bzw. mit meinem Tangulos handeln. Caputoro kann für mein Team ein ziemlich problematisches Pokémon sein, aber durch Kaporiki habe ich hier tatsächlich ein sehr interessantes Matchup, dadurch, dass ich die Option habe, mit meinem Sturzflug hier direkt einen One-Hit-KO anzusetzen. Natürlich abhängig davon, welches Set der Gegner auf seinen Caputoro spielt, aber es reicht ja meistens, wenn ich das in eine Range bringe, wo ich mit meinen Sumpex später im Late Game mit einem Ice Heap einfach durchkommen kann, deswegen ist das, glaube ich, schon eine wirklich schöne Option für uns. Wie gesagt, wird dieses Match komplett offen sein für beide Spieler. Die einzige große Hürde im gegnerischen Team für mich ist auf jeden Fall das Alola Vulnona. Das heißt, Tarnsteine werden definitiv hier eine Priorität sein, damit der Wechsel von Alola Vulnona, um den Hagel rauszuholen, immer wieder wehtun wird. So, ich labere hier schon viel zu lange rum. Ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon Wi-Fi Battle zu sehen und genau das solltet bekommen. Deswegen viel Spaß dabei und verzeiht das fehlende Overlay diesmal. So, das Match geht los und wir leaden an dieser Stelle erstmal mit unserem Kaporiki. Das sollte tendenziell schneller sein als alles im gegnerischen Team, außer irgendwo versteckt sich der Warschall. Und mit der Kehrtwende können wir uns erstmal ein bisschen Momentum generieren und dann adäquat reagieren, je nachdem mit was der Gegner leadet. Dieser fängt hier nämlich mit seinem Tapu Bulu an und wir sehen direkt was super Interessantes, nämlich der Graserzeuger triggert vor unserem Elektroerzeuger. Das bedeutet, dass der Gegner hier auf jeden Fall einen Warschall tragen muss, denn die Felder triggern immer, je nachdem welches Pokémon das schneller
Schwere ist. Deswegen kann ich hier hundertprozentig sagen, dass wir einen Holzhammer definitiv überleben werden. Dadurch, dass wir eben ein Mixset spielen, haben wir hier auch direkt die Gelegenheit, das Tapubulu rauszunehmen. Denn wir spielen hier auch den Sturzflug mit im Set. Das heißt, das ist ein hundertprozentiger One-Hit-KO. Dadurch, dass der Gegner eben ein bisschen Recoil-Damage von dem Holzhammer gefressen hat, sicher ein großer Überraschungsmoment. Denn normalerweise kann Kapuriki gegen Tapubulu nicht allzu viel ausrichten. Wahrscheinlich wäre hier der Voltwechsel oder die Kehrtwende zu erwarten gewesen. Potenziell auch der harte Wechsel in Tangulus. Aber ich lasse mir garantiert nicht die Gelegenheit nehmen, das Kaputore sofort rauszunehmen. Mit dem Walscher hätte es potenziell ein bisschen mehr Druck aufbauen können, als ich das in der Team-Preview erwartet hätte. Aber so muss ich mir gar keine Gedanken mehr drüber machen. So, da unsere beiden Pokémon zur selben Zeit untergegangen sind, mussten wir hier blind in was reinwechseln. Der Gegner hat sich für Zapdos entschieden. Ich für mein Alola Knogger, was in diesem Matchup auf jeden Fall die Oberhand behalten sollte. Der Gegner hat wahrscheinlich erwartet, dass wir direkt unser Pelipper rausholen, damit der Regen unser Team ein wenig stärker macht. Aber ich wollte zunächst erstmal die Tarnsteine rauslegen, was mir auch gelungen ist. Der Gegner ist währenddessen in sein Heatran rausgewechselt. Ich habe zum Glück noch die Bodenattacke mit dem Set, was glaube ich eine richtige Rarität geworden ist, weil man die seltener braucht. Aber in dieser Konstellation werde ich den Schwerttanz ebenfalls nicht allzu oft einsetzen können. Deswegen lieber eine Attacke mit im Petto haben, die mir gegen Mega Glurak X beispielsweise oder eben gegen Heatran hilft. Das hatte zwar auch hier die Schuckebeere, aber dadurch, dass wir eben mit den Knochenmerang zweimal angreifen, triggert die Beere nur bei dem ersten Treffer und der zweite reicht dann auf jeden Fall aus, um es rauszunehmen. Insofern in den ersten paar Zügen direkt sehr kritische Pokémon rausgenommen bekommen. Sehr schön. Als nächstes holt der Gegner seinen Salgat rein. Da werden wir mit Knogger leider nicht allzu weit kommen. Zum Glück haben wir eine sehr gute Antwort in der Hinterhand und zwar unser Tangulus. Sollte hier alles von Salgat gut tanken können, auch wenn der Gegner sich hier mit dem Drachentanz auf plus 1 oder vielleicht sogar auf plus 2 boostet, macht das Tangulus nicht wirklich allzu viel aus. Was aber umso ärgerlicher ist, denn der Gegner hat das hier schon sehr, sehr gut predicted und ist direkt auf das Toxin gegangen. Was Tangulus natürlich ein bisschen in der Effektivität einschränkt, ist natürlich nicht die absolute Katastrophe, da die Belebekraft immer so ein bisschen dagegen arbeiten kann, aber ein bulkiges Pokémon toxinisiert zu sehen, ist immer ein kleines Dilemma. An dieser Stelle wechselt der Gegner sein Salgat raus und holt dafür Alola Vulnona rein. Hätte ich nicht erwartet. Was sich, glaube ich, mehr angeboten hätte, ist direkt das Katagami reinzuholen. Das hätte mich sehr gefreut, denn ich spiele hier die Kraftreserve Feuer drauf. Das heißt, so hätte ich dieses gefährliche Pokémon auch noch rausnehmen können. Aber gegen Alola Vulnona habe ich nicht die allergrößten Chancen. Dennoch muss ich sagen, dass ich mich freue, dass der Gegner dieses Pokémon reingeholt hat. Denn nicht nur kriegt es 25% Schaden durch die Tarnsteine, sondern auch noch angenehm Schaden durch den Gigasauger. Und Alola Vulnona so ein bisschen schwach zu halten, ist sehr, sehr wichtig, dadurch, dass es eben jederzeit, wenn es reingewechselt wird, mein Regen negieren kann und mit den Tarnsteinen kann es eben nicht unendlich oft machen und jetzt, da es unter 50% KP ist, umso weniger. Insofern hier ein kleiner Mehrgewinn. Als nächstes hole ich meinen Pelipper rein. Ich war mir fast sicher, dass Gegner auf den Blizzard gehen wird, weil ansonsten keine andere Attacke das Tangulus rausnehmen kann, egal welches Set man darauf spielt. Und mit dem Regen kann ich erstmal die Trefferwahrscheinlichkeit für einen Blizzard runtersenken. Der Gegner seinerseits hat aber einen Wechsel predicted und geht hier überraschenderweise auf den Ränkeschmied, ein sehr interessantes Set von dem Alola Vulnona und wird jetzt auf plus 2 speziellen Angriff schon eine ziemlich große Bedrohung für mein Team sein. Ich muss auf jeden Fall jetzt ein Pokémon abwerfen, weil ich einfach nichts habe, was hier ein safes Matchup dagegen hat. Das Gute ist, dass ich den Regen rausbekommen habe, was meinen Mega Sumpex erlaubt, hier schneller zu agieren und da wird auf jeden Fall jede Attacke ausreichen, um Alola Vulnona rauszunehmen. Ich habe mich entschieden, meinen Tangulus hier abzuwerfen. Ist zwar immer noch ganz praktisch für einige Matchups, aber für die meisten Sachen habe ich auch andere Antworten in der Hinterhand und toxinisiert, wie gesagt, ist ein bisschen schwächer geworden, aber nichtsdestotrotz kriegen wir so safe unser Mega Sumpex rein, beziehungsweise noch nicht Mega, aber schon bald Mega und zum Glück spielen wir in der siebten Generation, denn hier wird die Initiative erst nach der Mega-Entwicklung berechnet, das heißt unser Wassertempo triggert auf jeden Fall bevor der Gegner agieren kann, das ist ihm wohl bekannt, deswegen wechselt er sein Vulnona sofort raus und holt dafür seinen Zapdos rein. Sollte ebenfalls kein großes Problem darstellen, denn einmal wird die Kaskade auf jeden Fall sehr guten Schaden anrichten, im Regen sowieso und wir haben ja noch den Icy mit dem Set für den Fall, dass es das defensivste Zapdos im Universum ist, aber das ist es offensichtlich nicht, denn mit einem Crit reicht die Kaskade aus, um es direkt rauszunehmen. Finde ich eigentlich ganz gut, denn ansonsten hätten wir zweimal angreifen müssen. Wir haben ja keinen Erzwinger als Fähigkeit gesehen, dass das Statik hätte potenziell triggern können. Trifft ja auch Boden-Pokémon, was glaube ich viele gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ein paralysiertes Sumpex wäre jetzt glaube ich nicht das Allerschlimmste gewesen, weil wir immer noch im Regen schneller sein sollten als das meiste im gegnerischen Team, aber wenn irgendwo die volle Paralyse gekommen wäre und wir dadurch unser Sumpex verloren hätten, wäre das schon ziemlich ärgerlich gewesen.
Der Gegner holt abermals seinen Vulnona rein, um den Hagel heraufzubeschwören, was natürlich mein Megasun-Packs langsamer macht, aber das ist absolut kein Problem, denn der Gegner ist momentan in einer Range, wo er das Vulnona kein weiteres Mal reinholen kann, deswegen sollte der Hagel ein Problem sein, das der Vergangenheit angehört, denn wir können hier Pelipper reinholen und somit auch den Regen wieder. Das heiße Herz von Pelipper wird hier den Hagel schmelzen und unser Megasun-Packs sehr schnell machen, beziehungsweise unser Quajutsu unglaublich stark. Mit dem Mega-Sumpex werde ich leider nicht sweepen können, aber immerhin den Gegner auf 2 Pokémon runter reduzieren, beziehungsweise das Katagami, was das einzige Pokémon ist, das hier einen Angriff standhalten kann, so weit schwächen, dass es für die restlichen Pokémon gar kein Problem mehr darstellen sollte, beziehungsweise die spezielle Defensive von Katagami ist so hauchdünn, dass hier im Regen auch unser Quajutsu mit einer Wasserattacke wahrscheinlich den KO abstauben könnte, aber ich hatte Angst, dass er vielleicht einen zweiten Walcha-User hat mit seinem Katagami, deswegen wollte ich lieber safe spielen und meinen Sumpex ins Rennen holen. Mit dem Erdbeben sollten wir solide 70% ungefähr machen, was auf jeden Fall ausreicht, dass wir später mit unserem Quajutsu auf den Wasserschuriken gehen können, um Katana zu besiegen, für den Fall, dass es sich hier um ein Walcha-Set handeln könnte. Der Gegner geht offensichtlich auf die Laubklinge und was jetzt gleich passiert, ist wirklich sehr, sehr interessant, denn der Bessing-Boost von Katagami aktiviert sich natürlich logischerweise und meistens erhöht sich dadurch der physische Angriff, weil der Wert einfach viel höher ist als die anderen, aber in diesem Fall erhöht sich die Initiative, das heißt, der Gegner muss wirklich ein negatives Angriffswesen spielen, ohne EV-Verteilung auf den physischen Angriff und das hätte potenziell noch gefährlich werden können, aber zum Glück sind wir ja vorbereitet. Wir haben Priorität in Form von dem Wasserschuriken mit dabei und im Regen zusammen mit dem Wahlglas reicht es auch vom normalen Quajutsu aus, um das Katagami hier zu besiegen. Zum Glück auch nur mit den 2 Treffern, denn 3 Treffer sind nur beim Ash-Quajutsu garantiert, ansonsten ist es immer so ein kleiner Gamble, wie viele Treffer man wirklich mit dem Wasserschuriken abbekommt, aber es hat ja am Ende des Tages alles gut funktioniert. Der Gegner hat nur noch ein Pokémon übrig und zwar ein volles Zygarde. Wir haben auch schon gesehen, es hat das Toxin eingesetzt. Das spricht so ein bisschen dafür, dass es vielleicht ein eher defensives Set sein könnte, ohne den Drachentanz. Ich wollte aber nichts den Zufall überlassen und greife weiter mit dem Quajutsu an, obwohl ich in den Wasserschuriken gelockt bin. Normalerweise hätte es sich angeboten, in das Alola Knurga rauszuwechseln. Das sollte hier alle Moves einigermaßen gut tanken können und dann später wieder zurück in das Quajutsu, um den Eisschrall zu drücken. Aber für den Fall, dass der Gegner doch den Drachentanz mit dem Set hat, kann er das Alola Knurga wahrscheinlich als kleines Setup-Fodder nutzen und auf +2 werde ich da auf jeden Fall auch mit Quajutsu Probleme haben, das irgendwie runterringen zu können. Und wie es scheint, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hier weiter in die Offensive zu gehen, denn der Gegner geht auch auf den Drachentanz. Seine einzige Chance hier, das Match noch einigermaßen zu seinen Gunsten zu drehen, aber wir haben schon den Schaden von dem Wasserschuriken im Regen gesehen. Das ist deutlich mehr als 50%, das heißt auch die Überreste werden dem Gegner hier nicht irgendwie die Haut retten können. Er kann natürlich hier noch einmal auf das Turbo-Tempo gehen, aber auch mit Crit hätte es auf keinen Fall ausgereicht, um das Quajutsu zu besiegen. Insofern können wir das letzte Pokémon des Gegners rausnehmen und somit den Sieg in unsere Tasche stecken. Ein sehr schöner Kampf, auch wenn er diesmal ein bisschen kürzer war, aber durch die kompakte Größe umso dynamischer, würde ich beinahe sagen. Ich glaube, man konnte von allen Pokémon genug sehen und vor allen Dingen erkennen, in welcher Synergie sie zueinander stehen. Ich glaube, der Gegner hätte mit seinen Alola Vulnona ein bisschen mehr machen können. Gerade die Aktion, wo es in das Tangulos reingewechselt wurde, das war einfach ein bisschen unnötiger Schaden, glaube ich, und hat ihn einfach weniger Züge zum Wechseln gebracht, was, glaube ich, sehr hilfreich gewesen wäre gegen eben den Regen. Ansonsten hat der Gegner wirklich sehr gut gespielt. Ich freue mich vor allen Dingen, dass mein Kaporiki-Set ansatzweise funktioniert hat. Ansonsten wäre das Kapotoro ein wenig problematischer gewesen, aber das konnten wir zum Glück in der ersten Runde handeln. Aber ich merke schon, wie meine Stimme so langsam flöten geht. Deswegen würde ich wie immer an dieser Stelle gerne auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr nochmal die genauen Sets meiner Pokémon erfahrt mit Showdown im Portable für den Fall, dass ihr das Team gerne mal selber ausprobieren wollt. Mein Twitter-Link steht da drin, Freundescode und. Deswegen ein Blick lohnt sich da auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder komplett fit bin. Mach's gut. Bye, bye.